Morning! In the morning! Ich bin der Frühdenner, wir sind zurück zu einem neuen Let's Play mit Township. Und gestern Abend habe ich schon. Hä, gibt's das nicht? Doch, hier. Habe ich schon den bösen, bösen Piraten gespielt. Ich habe nach. Ich glaube, nach 3 oder 4 Mal habe ich aufgehört. Ich habe 30.000 Münzen bekommen und einen Hammer und sowas. Also, ich habe wirklich. Weil ich brauche Kohle. Ich muss doch endlich irgendwann mal das Geschäft abholen, was mir noch fehlt. Ja, deswegen habe ich relativ schnell wieder aufgehört. Ja, ich habe relativ schnell aufgehört. Ich habe gedacht, nee, komm, das ist es nicht wert. Lass dich nicht rumkriegen. Habe ich jetzt echt? Es fehlen einfach nur 3. Toll. Also ich denke, 2 Schiffe hier unten hin müsste reichen. Ah. Ja, ey, ich habe das ja mal probiert, dieses. Ist das große Fracht? Heißt irgendwie so, ne? Große Fracht oder so. Hab das mal probiert mit Boostern und wirklich den ganzen Tag spielen. Ich habe es irgendwie nicht geschafft. Also ich finde, bei Township ist wirklich. Ja, klar, Hardcore-Spieler kriegen das immer hin. Aber ich finde, das ist sehr, sehr schwer und sehr, sehr hoch immer alles angesetzt. Was ich so ein bisschen schade finde, weil. Hä? Ist das noch nicht fertig? Krass. Ich habe schon komplett geschlafen seitdem. Ist noch nicht fertig. Wir machen das hier. So. Ich dachte, das ist. Müsste doch jetzt mal fertig sein. Ich weiß nicht, wofür ich die gebrauchen kann. Ich werde jetzt mal hier reingucken. Ja. Wo kann man das gebrauchen? Ey. Ich habe da ja von jetzt ein paar gemacht. Ja. Wo? Ach so, vielleicht bei der Maschine, die ich nicht habe. Ja, das, ja. Ja, das wäre doof. Danke, Ernie. Danke, Elk. Nee. Lorena Farm, Fischli, Lottenberg. Oh, die Elk ist gar nicht dabei. Pff. Sowas. So. Nee, also, ich muss gleich mal gucken, welche Maschine mir noch fehlt. Was die kostet. Oder Fabrik, hier sind es ja Fabriken, hier sind es ja keine Maschinen. Hier sind es ja keine Maschinen. So. Schicken wir weg. Schicken wir weg. Ja, ich schicke hier mal. Boah, aber da oben bewegt sich fast nichts, ne? Also für Hubschrauber. Bewegt sich da oben fast nichts, aber ich brauche die Kohle. 272.000 erst. Hier kriegt man kein. Doch, hier kriegt man Geld. Okay. Dann machen wir das natürlich auch. Zack, zack, zack. Auch ein bisschen Geld. Nicht viel, aber ein bisschen. Hab schon wieder die Nase zu, ne? Ja. Aber keine Sorge, ich bin nicht krank diesmal. Ich glaube, das ist morgens einfach immer. So. Und ja, kohletechnisch bin ich hier echt ein bisschen schlecht aufgestellt. So, Nase ist geputzt. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel hier über Spiel reden. Jetzt mache ich irgendwie seit den ganzen letzten Let's Plays rede ich hier nur über das Spiel. Deswegen rede ich jetzt einfach über was anderes. Und zwar. Ach, meine Nase. Habe ich heute Morgen in den Nachrichten gesehen. Da haben sie so gezeigt. Die machen irgendwie immer einen Einkauf. Kaufskorb mit immer denselben Sachen. Schon seit irgendwie 10 Jahren oder so. Und gucken. Ja, wie viel das gekostet hat. Und dieser Einkaufskorb ist wohl das erste Mal seit 10 Jahren billiger geworden. Ne? Und das lag vor allem an 2 Produkten.
Nämlich an Waschmittel und oh, noch irgendwas, was man aber fast nie kauft. Irgendwie sowas Komisches. So, und dann gab es aber natürlich Produkte, die weiterhin teurer geworden sind. Dann haben sie Passanten gefragt. Also insgesamt war der Einkauf 1,50 € billiger. 1,50 € billiger, genau. Dann haben sie Passanten gefragt und so. Und die haben sich gefreut und haben gesagt, ja super, das ist der richtige Weg. Wo ich mir denke, ey Leute, es ist einfach 1,50 € bei, weiß ich nicht, einem ganzen Einkaufskorb voll, Wagen voll. Und da sind sogar noch Produkte bei, die sogar noch teurer geworden sind, immer noch. Ja, dann sind es statt 41 € jetzt 40 € oder 39,50. Ja, haben die getan, als denn das jetzt wieder so super. Ey, es ist immer noch. So, überlegt mal. Die Einkaufssachen sind einfach fast doppelt so teuer, ganz viele. Wo finde ich denn jetzt? Ah. Sind einfach doppelt so teuer geworden. Und dann machst du den Leuten das 1 € billiger wieder, dann drehen die wieder am Rad. Die tun dann so, als wenn, ja, ist nie teurer geworden oder was. Ey, das. Oh, da könnte ich mich aufregen. Ja, weil es wäre schön, wenn die Preise einfach mal wieder so werden, wie sie mal vor kurzem noch waren. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Die Straße muss weg. Also die macht gar keinen Sinn hier. Nee, warum ist das Haus jetzt da? Ist das jetzt da oben wieder weg? Nee. So. Nee, also das fühle ich gar nicht. Schon so ein bisschen. Ja, immer 3 Schritte vor, 1 Schritt zurück. Oder 2 Schritte zurück. Ne? So kriegt man die Leute auch. Dann freuen die Leute sich auch noch und sagen, ja, yeah, cool, das ist der richtige Weg. Aber dass es vorher 3 Schritte nach vorne ging, haben sie irgendwie vergessen? Ja. Ich weiß es nicht. Das ist halt so ein deutsches Ding. Ich glaube in Frankreich und so, ne? Da kannst du sowas nicht machen. Nee, die rasten alle aus, die gehen alle auf die Straße. Das ist richtig krass in Frankreich. Wo hier so der Sprit so teuer war, da sind die da alle auf die Straße gegangen. Alle. Da haben die Straßen gebrannt. Kannst du mit denen nicht machen. Nee, nee. Die Franzosen, die lassen sich das nicht gefallen. Ja, wenn ich jetzt sehe, was ich teilweise bezahlen muss, das schöne Geld. So viel kann man gar nicht mehr verdienen. Was man sich früher so leisten konnte. Ui, 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 ui. Wir fahren ja dieses Jahr wieder in Urlaub. Türkei wieder. Ich weiß nicht, wer meinen Türkei-Vlog gesehen hat. Das war auch eine witzige Sache. Ich wollte es eigentlich nur für Mitglieder machen. Hab meinen. Vielleicht mache ich das wieder. Zeige ich diesmal wieder unser Hotel und so. Mach so ein Urlaubsgrüße-Video. Ja, warum nicht? Mach ich einfach. Ist doch witzig. Ja, mach ich wieder. Da waren so viele Katzen. Ich habe die ganzen Katzen immer gestreichelt. Und einen habe ich mal mit aufs Zimmer genommen. So süß. Ja, ich weiß, sie wollten nur essen von mir und so, aber trotzdem. Ach, ich hätte so gerne wieder eine Katze. Ich darf keine haben. Meine Frau möchte das nicht. Meine Frau ist der Katzen-Antichrist. Ja, die mag keine Katzen, wollte ich damit sagen. Also die ist nicht der Antichrist, aber sie mag keine Katzen. Wie kann man keine Katzen mögen? Jetzt mal ehrlich. Das ist eigentlich ganz schön verrückt.
So, ich glaube, ich habe alles. Wir wollten uns aber die Maschinen mal eben angucken und mal eben helfen. Hier, zack. Übrigens, wir haben die Gemeinschaft aufgemacht. Genau, da haben welche gefragt. Wir haben die Gemeinschaft aufgemacht. Öffentlich. Benötigt Stufe 53. Elke, bitte runter machen. Wir machen das runter auf 30. Okay? Ich denke, 30 ist wirklich easy. Ja, dann könnt ihr hier einfach beitreten. Ne? So. Achso, ja, genau. Wollten nochmal die Fabriken gucken. Da, die Musikfabrik. Achso, kann sein, dass das. Boah, 390. Oh, mein Magen. Da knurrt direkt mein Magen. 390. Wo soll ich das ganze Geld herholen? Vielleicht habe ich ja nachher Glück beim Piraten. Ey, cool, ich konnte alles tauschen. Ich konnte alles tauschen. Und ich brauche die Sachen eh nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. Ey, ausbauen und so. Verkaufe ich das jetzt oder nicht? Ach komm, ich behalte die erstmal. Aber eigentlich. Eigentlich könnte man die verkaufen. Ja, ich behalte es jetzt erstmal. Ja. Aber ich mache jetzt hier, ich habe gerade gesehen, ich habe so viele davon, mache ich erstmal ein paar Pullis. So. Ich bin raus. Macht's gut. Ich wünsche euch einen angenehmen Wochenstart. Tschüss.